Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich wollte euch heute mal ein kleines Update geben. Ich hatte ja so ein paar kleine Probleme mit dem Aquarium und ja, da gibt es auf jeden Fall schon ein paar positive Nachrichten. Wenn ihr Lust drauf habt, einfach dranbleiben. Ja, wie ihr seht, die Algen, die ich hier im Becken hatte, sind vermutlich Bryopsis gewesen, beziehungsweise sind es immer noch. Aber ja, ich habe es ganz regelmäßig, bin ich hingegangen und habe mit einem Art Spülschwamm, habe ich tatsächlich so ein ganz kleines bisschen die Algen alle ganz regelmäßig entfernt. Ein paar Leute hatten noch die Frage, wie meine Nährstoffwerte aussehen. Ich habe mal alles überprüft und tatsächlich Silikat war deutlich zu hoch, lag bei 2 und habe natürlich auch einen Silikatentferner dann benutzt und ich muss sagen, hier und da kommen zwar noch mal welche nach, aber schon deutlich weniger. Ne? Also ich vermute, auf dem Weg regelmäßig entfernen. Ich habe unten auch im Filterbecken einen sehr, sehr feinen Filtersocken eingehängt. Und jedes Mal, wenn ich hier im Aquarium die Algen entfernt habe, habe ich dann, ich sag mal, eine Stunde, zwei später auch den Filtersocken ordentlich ausgewaschen oder sogar neuen benutzt, um halt die Algen auch wirklich aus dem System komplett zu entfernen und nicht einfach nur im Aquarium zu verteilen. Und ich denke, der Weg wird der richtige sein. Also scheint besser zu werden. Ja, und zum anderen, wie ihr hier auch seht, meine 2 Gramm Loretto sehen schon deutlich besser aus. Also die Behandlungen, die waren ja oder sind noch ein bisschen mit Kryptokarium belastet. Ja, die Behandlung mit unserem Ozonisator und UV-Entkeimer scheint tatsächlich ja auch von Erfolg gekrönt zu sein. Also es muss ja auch mal was funktionieren, ne? Also anscheinend klappt das.